Herzlich willkommen zur Preisverleihung des Gottfried Wilhelm Leibniz Preises. Mein Name ist Johannes Büchs, ich bin im wahren Leben eigentlich Kinderfernsehmoderator, arbeite für die Sendung mit der Maus. Dankeschön. Wir versuchen, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von morgen zu begeistern. Heute bin ich aber nur da, um Sie zu begleiten durch diese Preisverleihung. Herr Theis, ich dachte eigentlich, dass die Zielgruppe, die Sie eben noch auf dem Schoß hatten, ist abgegeben. Wir integrieren alle Fans, also alle Familienmitglieder. Ah, da, hallo. Alle Partnerinnen und Partner, die heute stolz sind, es ist so toll, Sie hier zu sehen. Ich muss vorweg sagen, wenn man Sie nicht informiert hat, dass Sie einen Preis bekommen heute, dann dürfen Sie nicht darauf hoffen, einen zu kriegen. Also, ja, es ist jetzt nicht so mit Spannung, ja. Aber dafür umso feierlicher und festlicher. Wir sind sehr stolz und froh, dass wir heute Sie, liebe Preisträgerinnen, liebe Preisträger, liebe Freunde, liebe Verwandte, dass wir die Politik, liebe Bundesministerin, Frau Stark-Watzinger, Herr Blume, herzlich willkommen heißen dürfen. Auch ich weiß, die österreichische Gesandte der Botschaft, Frau Riederer, ist heute hier, weil wir, glaube ich, 3 Preisträgerinnen und Preisträger aus Österreich haben, um die rot-weiß-rote Fahne hochzuhalten. Das freut uns sehr. Zwischenapplaus. Ja. Die Bayern sind auch stark vertreten, aber das fangen wir erst gar nicht an, Herr Blume. Ich möchte Ihnen sagen, wir freuen uns unglaublich, hier zu sein. Und zwar, weil es eine Art Homecoming ist. Es ist ein Nachhausekommen. Das letzte Mal, dass der Leibniz-Preis im Leibniz-Saal vergeben werden konnte, war 2019. Und dazwischen, durch die Pandemie und andere Bedingungen, war es einfach nicht möglich. Deswegen ist es ein besonderer Tag wieder für viele, die die Preisverleihung verfolgt haben, hier zu sein. Wenn Sie vielleicht hier drauf gucken wollen, kriegen Sie einen groben Überblick, was wir mit Ihnen geplant haben heute. Das ist diese kleine Karte, DIN A5, mit der Übersicht. Und dann sehen Sie auch da drauf gleich, wie es losgeht. Vorher möchte ich noch etwas sagen. Der Leibniz-Preis ist ein extrem renommierter Preis. Also Sie können heute richtig stolz auf Ihre Familienmitglieder sein. Es ist ein extrem hochdotierter Preis. 2,5 Millionen Euro mal 10 macht 25 Millionen Euro, die wir heute überreichen. In kleinen Scheinen, nein. Zu Forschungszwecken, ja. Zu Forschungszwecken, aber trotzdem eine schöne Summe, um vielleicht auch entspannter in den nächsten Tagen Leute beschäftigen zu können, in den nächsten Jahren mit Drittmitteln zu forschen. Wir fangen an, ganz offiziell, mit einer schönen Begrüßung im Gespräch. Und dafür möchte ich jetzt mit einem großen Applaus auf der Bühne begrüßen die Präsidentin der DFG, Frau Professor Katja Becker. Herzlich willkommen. Frau Becker, ich habe das eben erwähnt, vor 4 Jahren das letzte Mal hier. Wie ist es für Sie, wieder hier zu stehen? Es ist absolut wunderbar, ein wunderbares Gefühl, wie Sie sagen, nach 4 Jahren, wo wir, einige von Ihnen, glaube ich, haben das auch mitbekommen, im virtuellen, halbvirtuellen Raum diese Preise vergeben haben. Heute können wir endlich wieder gemeinsam hier sein, in der BBAW, in diesem wunderbaren Raum, am Gendarmenmarkt, mitten in Berlin, mit Ihnen allen hier versammelt und insbesondere auch mit einem Publikum. Ich kann Ihnen sagen, es ist sehr viel schöner, Preise zu vergeben, wenn man ein Publikum dabei hat, das dann auch applaudieren kann, wenn die wunderbaren Preisträgerinnen und Preisträger hier nach oben kommen. Also für mich wirklich ein Fest der Wissenschaft. Und trotzdem freuen wir uns über die, die zugeschaltet sind, weil wir natürlich hybrid unterwegs sind heute. Vielen Dank für Ihr Interesse, wenn Sie uns im Livestream verfolgen. Das Buffet nachher, aber wir werden Ihnen das erzählen. Genau. Was macht den Preis besonders? Ja, einiges davon haben Sie eben schon angedeutet. Es ist in der Tat der renommierteste Wissenschaftspreis, den wir hier in Deutschland zu vergeben haben. Er ist auch im Ausland sehr, sehr bekannt und renommiert. Wir zeichnen aus herausragende Forschungsarbeiten im Bereich der erkenntnisgeleiteten Forschung. Also im Prinzip zeichnen wir aus die erfolgreiche Suche nach Erkenntnis. So könnte man das, glaube ich, formulieren. Der Preis ist, wie Sie gesagt haben, sehr auskömmlich dotiert mit 2,5 Millionen Euro.
Kammern. Und das ist unsere Hoffnung, wirklich in den nächsten Jahren frei und unabhängig forschen und die wunderbaren Ideen, die Sie haben, die Sie hier sitzen in der ersten Reihe, natürlich die Vertreter von Bund und Ländern eingeschlossen. Also diejenigen von Ihnen, die hier sitzen, hoffen wir, dass Sie Ihre Ideen einfach ganz frei entfalten und weiterentwickeln können. So gesehen, Herr Büchs, ist das auch eine Investition in die besten Köpfe, die wir hier vornehmen. Und das gilt in doppelter Hinsicht. Zum einen natürlich in Bezug auf die Forschung, zum anderen aber, weil bereits 11 Leibniz-PreisträgerInnen später auch den Nobelpreis erhalten haben. Das ist jetzt kein Auftrag, das ist auch ganz klar an dieser Stelle. Ich habe ein bisschen Druck gespürt. aber es ist eine Ermöglichung, ja, eine Ermöglichung. Und damit so etwas ermöglicht wird, und das ist mir wichtig zu sagen, braucht es viele Akteure. Es braucht eine Kultur der Offenheit, eine Kultur der Wissenschaftsfreundlichkeit. Es braucht Preisträgerinnen und Preisträger, tolle Projekte, eine wunderbare Jury, der ich an dieser Stelle auch nochmal danken möchte. Viele VertreterInnen der Jury sind hier. Und es braucht natürlich die Akteure von Bund und Ländern, die irgendwie ein bisschen vertrauen darauf, dass das, was wir hier so treiben, auch irgendwie in die richtige Richtung geht. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Becker. Ich glaube, das Vertrauen, dass es irgendwie in die richtige Richtung geht, das gibt es. Und vielleicht begrüßen wir jetzt die Vertreter der Politik hier oben, nämlich die Bundesministerin Frau Stark-Watzinger und den Minister Herrn Blume. Herzlich willkommen auf der Bühne. Hallo. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, das ist schön, Sie hier zu haben. Wir haben schon viel über Geld gesprochen. Wir wissen auch, wo das Geld herkommt, das hier vergeben wird. Aber sagen wir mal, abseits von dem Thema Mittel, was kann Politik tun, damit Wissenschaft funktionieren kann, frei arbeiten kann, wie das vielleicht diese tollen Beispiele, die wir heute hier auf der Bühne gleich sehen, in der Vergangenheit schon getan haben? Ja, erstmal möchte ich gratulieren. Herzlichen Glückwunsch. Das ist viel Arbeit, die Sie reingesteckt haben in ganz unterschiedlichen Disziplinen. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben Außergewöhnliches geleistet. Das ist ein toller Tag und ich freue mich, dass Sie den Preis bekommen, die Preise bekommen und dass Sie heute einfach auch mal feiern können. Das gehört nämlich auch dazu. Alles Gute. Jetzt konkret zu Ihrer Frage. Ich würde sagen Freiheit, Freiheit, Freiheit. Einmal das hohe Gut der Wissenschaftsfreiheit, die wir in unserem Land haben, weiter schützen. Stärken, wir sind ja ganz oben, aber immer wieder verteidigen, diese Denkräume ermöglichen, diese neuen Erkenntnisse ihnen ermöglichen, dass sie den Freiraum dafür haben. Das hat dann auch was mit Finanzen zu tun, dass wir eine kontinuierliche und verlässliche in die Grundlage haben, damit überhaupt erstmal so man hineinwachsen kann und dann aber auch ambitioniert sind, in der Spitze zu sein. Und ein zweiter Punkt neben Freiheit, Freiheit, Freiheit wäre aus meiner Sicht eben auch, dass wir immer mal wieder sagen, was ist eigentlich Exzellenz? Auch Exzellenz, die Begriffe, es gibt ja einmal eine Exzellenz sehr tief in der Fachlichkeit. Jetzt mit missionsorientierter Forschung gehen wir auch an Schnittstellen interdisziplinär. Oder wie kommt man auch mal von dieser Fahrtabhängigkeit los? Also diese, was ist eigentlich Exzellenz? Wie definieren wir das im Gespräch sein? Ich glaube, das sind so wichtige Punkte und dann natürlich so etwas machen, dass wir auch die Leuchttürme, die wir haben, mal zeigen und die Leistung mal zeigen, die da ist, weil die hohe Motivation, die in der Wissenschaft da ist, die muss man dann auch sehen und auch der Gesellschaft zeigen. Frau Becker, wie sehen Sie das aus Ihrer Sicht, die Rahmenbedingungen, die es braucht, damit Wissenschaft sich entfalten kann? Ja, ich habe ja schon von dem Vertrauen gesprochen, von dem beiderseitigen Vertrauen, das glaube ich wirklich wichtig ist, auch das Vertrauen der Gesellschaft in die Wissenschaft. Das Vertrauen darauf, dass gerade in der erkenntnisgeleiteten Forschung von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern die richtigen Themen ausgewählt werden. Weil man muss ja ein Stück loslassen. Man kann die Themen irgendwie nicht setzen und sagen, okay, jetzt bin ich jetzt sicher, ne, das wird jetzt mal beforscht die nächsten Jahre, sondern suchen die sich die richtigen Themen. Und wir in der DFG sind ja davon überzeugt, dass die richtigen Themen gesucht werden. Zum Zweiten braucht es forschungsfreundliche Bedingungen, weniger Bürokratie, da arbeiten wir ja irgendwie alle gerade dran. Es braucht gute Infrastrukturen, es braucht auch Rechtssicherheit für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Dieses Netz an rechtlichen Vorschriften, Verordnungen, Gesetzen wird ja immer enger, deutschlandweit, aber auch auf europäischer Ebene. Und wir brauchen
Planungssicherheit. Deswegen sind wir so dankbar für den Pakt für Forschung und Innovation. Planungssicherheit zum einen, weil es geht hier um akademische Laufbahnen, um Lebenswege. Es entscheiden sich Menschen dafür, in der Wissenschaft zu arbeiten und ihr Leben der Wissenschaft zu geben. Das heißt, das braucht auch Perspektiven. Und wir brauchen Planungssicherheit, und da unterscheiden sich vielleicht so ein bisschen auch Wissenschaft und Politik, weil die Zeithorizonte, auf denen wir arbeiten, also sie haben natürlich auch langfristige Projekte in der Politik, das ist schon ganz klar. Oft müssen sie aber auch ganz kurzfristig Entscheidungen treffen. Und bei uns sind die Zeithorizonte oft länger. Wenn man von einem wissenschaftlichen Durchbruch spricht, dann denkt man so, ja, Durchbruch ist ja schnell gemacht, ne? So ein Durchbruch, das geht irgendwie ganz flott. Aber häufig brauchen die Jahre, Jahrzehnte, wenn sie die Messenger-RNA-Vakzinierung zum Beispiel nehmen, um vorbereitet zu werden. Hm. Herr Blume, Sie dürfen jetzt abräumen. Bei was können Sie sich anschließen und wo würden Sie noch gerne was Zusätzliches nennen, wenn es um die Rahmenbedingungen geht? Also jetzt versuche ich es mal so wie bei der Sendung mit der Maus, einfaches Bild. Ich bin echt schlecht in der Gartenarbeit, aber ich verstehe, wenn du willst, dass was wächst, dann musst du den Boden ein bisschen fruchtbar machen. Irgendwas wächst schon von alleine, aber wenn du willst, dass das Richtige wächst, dann können ein paar Dinge dazu. Also dieses Boden fruchtbar machen hat natürlich schon auch mit Finanzen zu tun, denn ohne Dünger tut sich dann alles recht schwer. Manches muss man von Zeit zu Zeit auch ein bisschen zurechtschneiden, aber das ist eigentlich nicht die Hauptaufgabe. Also wirklich die Perspektive, den Boden fruchtbar machen, das bekommen wir in Deutschland auch in der Breite extrem gut hin. Und dann dürfen wir froh sein, dass es so Glücksfälle gibt wie eine deutsche Forschungsgemeinschaft, wenn ich das mal sagen darf, die in der Lage ist, dann auch nicht nur gut zu sein in der Projektförderung oder gemeinsam mit Bund und Ländern stark zu sein in der Förderung von Institutionen, sondern gezielt dann auch mal Personen zu fördern. Ich bin der festen Überzeugung, in einer Welt, wo es jeder versucht, die besten Talente, Sie haben das ja vorhin schon deutlich gemacht, wo es einen Kampf gibt um Talente und Technologie, da machen Personen den Unterschied, und deswegen ist eine solche Veranstaltung wie heute so großartig, weil sie zeigt, am Ende, auch hinter noch so starken Institutionen, stehen immer herausragende Persönlichkeiten, die haben wir heute hier, und deswegen freue ich mich so unbändig, dass ich heute hier sein darf. Ich finde Ihre Metapher so schön vom Boden düngen und dem Gärtnern, dann nehme ich Sie jetzt mal hier wahr als Gärtnerin und Gärtner, aber wer sind die denn dann da? Pflänzchen, Baumstämme, hochgewachsene Bäume, würde ich sagen, oder? Ja, gut gewachsen. Ja. Und die zeitlichen Horizonte, die Frau Becker angesprochen hat, wie sehen Sie das? Sind das zwei Rhythmen, in denen Politiker und Wissenschaft denken? Also ich stelle fest, dass wir, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, Frau Ministerin, die Unterschiede zwischen Politik und Wissenschaft empfinde ich gar nicht so groß. Denn wir merken beide, wir steigen so ein in das Zeitalter der Exponentialität. Es gibt viele Dinge, die heben ab. Und wenn man sich anschaut, wie wissenschaftlicher Erkenntnisfortschritt sich beschleunigt, unglaublich. Wir müssen ein bisschen mithalten in der Politik, dass wir in unseren Verfahren auch die lineare Welt mal verlassen und auch mal schauen, dass wir in die beschleunigte Welt sozusagen kommen. Da ringen wir oftmals gemeinsam in derselben Richtung, dass es schneller wird. Und dann habe ich aber auch das Gefühl, es ist gut, wenn es auch mal so kreative Ruheräume gibt, wo man nicht in der Schnappatmung ist, sondern wirklich so ein bisschen längerfristig die Dinge anlegen kann. Und gerade bei den ganz großen Missionen, egal ob im Feld von Biotechnologie, Medizin oder im Feld auch von neuen Energieformen, Kernfusion, teilen wir, glaube ich, die Begeisterung, was da vielleicht in der Zukunft möglich ist. Da brauche ich halt einen deutlich längeren Atem als der bis zum nächsten Wahltag und diese Langfristigkeit. Ich glaube, da missionsorientiert müssen wir vielleicht noch eine Ecke zulegen. Und das ist dann auch umso schwerer, je näher der nächste Wahltag, wie jetzt zum Beispiel in Bayern, dann auch irgendwann rückt. Also wir lassen uns von Wahltagen nicht beeinflussen. Ich wollte wirklich keinen Werbeblock jetzt für den Freistaat machen. Nein, das müssen Sie nicht. Ich habe den doch schon übernommen. Jetzt, ja, es hat sich schon gut angehört, aber jetzt muss ich sagen, wir machen zum Beispiel eine Hightech-Agenda in Bayern mit 3,5 Milliarden, um die besten Köpfe tatsächlich auch im Freistaat zu fördern und nach Bayern zu holen. Und diese Initiative ist nicht auf den Wahltag angelegt, sondern die ist auf Dauer angelegt, wenn Sie so wollen. Also Wissenschaft ist keine Aufgabe für einen Sprint, sondern immer für einen Marathon. Aber das bringt uns perfekt zur Abschlussfrage, die ich Ihnen gerne allen drei stellen möchte. Also zugespitzt formuliert, wie verstehen sich Politik und Wissenschaft? Ist es eine solche Initiative zum Beispiel? Oder Frau Stark-Watzinger, was ist das geheime, der geheime Code? Also Politik und Wissenschaft sind
untrennbar miteinander verbunden, weil wir brauchen die Wissenschaft, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, um uns zu helfen, die Antworten auf die großen Herausforderungen zu finden. All das, was vor uns liegt, das schaffen wir nur mit der Wissenschaft, mit diesen neuen Erkenntnissen. Das setzt sich dann auch in Geschäftsmodelle um, aber es geht auch um Erkenntnisse, um das Verständnis und das Weiterentwickeln, auch die Chance, zum Beispiel mit neuen Züchtungstechnologien, große Fragen, wie ernähren wir eine Weltbevölkerung zu lösen, aber auch mit dem Verständnis von Gesellschaft, Demokratie, wie können wir eine resiliente Gesellschaft schaffen, so wie wir brauchen die Wissenschaft. Manchmal sind unsere Zeitzyklen, ich bin bei Ihnen, ich glaube, die in der Wissenschaftspolitik Verantwortung tragen, die wissen, dass man langfristig denken muss. Aber natürlich muss man manchmal kurzfristig auch Antworten finden. Und ich glaube, dass wir da Brücken bauen, weil die hohe Motivation aus der Wissenschaft ist ja da, etwas beizutragen. Natürlich können wir nicht erwarten, wir sagen, morgen brauche ich ein Ergebnis X. Sie haben es ja gerade geschildert, diese Grundlagenforschung, die etwas geliefert hat, was dann einsetzbar ist. Aber natürlich kann man auch sagen, was ist der Stand der Wissenschaft? Das hilft ja auch schon mal. Und so diese Brücken bauen, das muss dann auch so ausgestattet sein, dass es möglich ist, so etwas zusätzlich. Aber das gibt es ja auch an den Akademien, aber auch in vielen Wissenschaftseinrichtungen und in der Wissenschaftskommunikation, dass wir ja die langen Zyklen, das ist ganz notwendig, aber das, was an Wissen da ist, dass wir das auch wirklich bekommen. Plus, es gibt ja auch die langfristigen Gremien, da bekommen wir ja auch immer Beratung aus der Wissenschaft. Und das ist unerlässlich, denn wir brauchen eine Politik, die sich möglichst an Wissen orientiert. Herr Blume? Wir brauchen eine Politik, die sich möglichst an Wissen orientiert. Moment, stopp, das halten wir fest. Der Ländervertreter und die Bundesministerin. So, deckungsgleich, das hätte ich gerne als Zitat. Ja. Also, nicht schlecht. Ja. Ein schöner Moment, Dankeschön. Ja. Ich wollte jetzt nicht den Eindruck erwecken, dass die Zeiten so ernst sind, dass wir das jetzt betonen müssen, dass wir uns da einig sind. Nein, ganz im Ernst. Der Gedanke, dass wir in einer Zeit von ganz großen Transformationen leben, die ökologische Transformation, die technologische, die digitale, es sind ja mehr als zwei oder drei, wo sollen denn die Antworten herkommen? Die Antworten, auf deren Grundlage wir dann in der Politik Entscheidungen treffen können beispielsweise, die Antworten, auf deren Grundlage dann Unternehmen zu neuen Produktideen kommen. Ich glaube, die Wissenschaft hat im Moment bei der Beantwortung dieser großen Zukunftsfragen eine so zentrale Stellung, dass ich mir wünschen würde in manch einer Debatte, dass sie noch etwas zentraler und mit mehr Aufmerksamkeit gesegnet wäre, als es manchmal der Fall ist. Frau Becker. Herr Büchs. Wie verstehen sich Politik und Wissenschaft? Also aus meiner Sicht verstehen wir uns ziemlich gut zurzeit. Das sei betont an dieser Stelle. Und gerade auch in den letzten Jahren, wenn man die Corona-Pandemie nimmt, die Ukraine-Krise, die Energiekrise, da gab es sehr, sehr viele Dialoge in den letzten Jahren, gerade auch über die Allianz der Wissenschaftsorganisationen. Und ich glaube, dass es uns wirklich nur gemeinsam gelungen ist, irgendwie durch diese Situation durchzukommen. Wichtig ist aus meiner Sicht, und das erlebe ich sehr, sehr stark, wirklich die offene Anerkennung der Leistung des anderen, der anderen Seite und gleichzeitig auch ein ganz klares Rollenverständnis. Wissenschaft kann beraten, Politik muss entscheiden. Und wir brauchen gerade in unserem Lande dieses klare Rollenverständnis. Das hat ja gar nichts mit Abgrenzung zu tun, man kann alles zusammen machen. Wir brauchen dieses Rollenverständnis, damit wir eine unabhängige Beratung der Politik überhaupt ermöglichen können. Aber aus meiner Sicht ist es auch wichtig, und das tun wir auch, dass man Fragen sehr offen anspricht, dass man auch Kritik anbringt und dann gemeinsam diskutiert, gemeinsam streitet und ringt um die besten Lösungen, die wir erreichen können in diesem Land. Und ja, also heute Abend, glaube ich, ist wirklich ein Paradebeispiel dafür, wie das gelingen kann, diese Kooperation, die Ermöglichung, wie gesagt, von ganz vielen verschiedenen Seiten. Wir brauchen keine Paartherapie. Das Wort haben Sie jetzt mit eingebracht. Ich habe das auch nicht so gesehen. Ja, aber man hat uns ja schon den Moderator an die Seite gestellt, der manchmal so gerne miteinander kommunizieren kann. Und vielleicht können wir das auch noch mal festhalten, was die Zyklen angeht. Frau Becker, der Leibniz-Preis ist einer, der in einem sehr großen Zyklus denkt. Es sind nicht 3 oder 4 Jahre, wie das sonst in der Wissenschaftsförderung ist, oder 4 Jahre in der Legislatur vielleicht, sondern es sind 7 Jahre, über die man das Geld abrufen kann. Das gibt vielleicht auch eine andere Sicherheit, wenn man über Stellen nachdenkt oder über die nächsten Jahre und was noch kommen mag. Vielen, vielen Dank für diese erste Runde. Dankeschön, dass Sie hier sind.
Dankeschön. Bevor wir mit dem Preiseverteilen anfangen, haben wir ein kleines retardierendes Element eingebaut, um die Spannung zu genießen und die Vorfreude zu steigern. Und das ist natürlich ein kulturelles. Wir begrüßen ganz herzlich das Multiphonic Quartett. Wenn Sie Professorin für reine Mathematik sind, denken Sie sich jetzt, Moment, Quartett, es sind 5 Musikerinnen und Musiker. Dieses Paradox ist leicht erklärbar, weil sich das Multiphonic Quartett Unterstützung geholt hat von Matthäus, dem Gitarristen. Möchten Sie mehr Informationen, empfehle ich dieses Faltblatt. Wir hören heute von unseren Musikerinnen und Musikern viel Filmmusik. Und der erste Titel ist genauer genommen eigentlich Serienmusik, der sehr gut nach Berlin passt, aus Babylon Berlin, zu Asche, zu Staub. Thank you.
jetzt gibt's die Preise. Was kommt auf Sie zu? Wir haben unsere 10 Preisträger in 3 Gruppen eingeteilt. Die Preisträger und Preisträger, erste Gruppe 3. Dann machen wir ein kleines Gespräch, dann die nächste und am Ende nochmal 4. Also wir werden das in kleinen Portionen übergeben. Wir werden Ihnen jeden Preisträger, jede Preisträgerin in einem kleinen Film vorstellen. Es gibt eine Laudatio, die Frau Becker verlesen wird. Und vielleicht beim ersten Preisträger wird Frau Becker auch nochmal den Text der Urkunde vorlesen, damit jeder weiß, was bei Ihnen bald zu Hause an der Wand hängt. Und wir starten mit unserem ersten Preisträger heute. Es ist Professor Dr. Lars Engenent. Herzlichen Glückwunsch. Film ab. We are interested in treating waste, but at the same time making something useful for it. And there's a name for it, that it's called the circular economy, so that we are starting to use things that we already produced, rather than always taking new things. So we use, for instance, on gas fermentation, in which we use CO2, that's an industrial off-gas. CO2 is a waste in a sense, it's actually very bad for the environment, and we convert that into something that we could use, maybe a plastic or food or something like that. We've worked very hard, and not only me, obviously also other scientists, so that we are able to make chemical products with open cultures, and open cultures are microbiomes. So you know about your gut microbiome. We can put something like that in a reactor and make actually a product that's not methane gas, that's not a biogas in a digester, but that's actually a chemical product. And I think that's something that we've worked really hard on. I'm very proud that that's working. I'm a professor, so I'm a teacher, so the mentoring aspect, I think, is the most rewarding thing you can do. So working with young people and work with them for a certain amount of years, and then at the end of the 4 years or something, when they leave, you see, well, there's a lot of knowledge gained, and this person has really changed, and I think that's the most rewarding thing you can have. Ja, meine Damen und Herren, der Klimawandel stellt uns alle vor enorme Herausforderungen. Und es ist offensichtlich, dass wir umdenken müssen, um einen lebenswerten Planeten zu erhalten. Dies ist eine Herkulesaufgabe. Es ist mir daher eine besondere Freude, heute einen richtungsweisenden Avantgardisten der Bioingenieurswissenschaften zu ehren. Als Mitbegründer der mikrobiellen Elektrochemie hat Lars Engenent wesentliche Voraussetzungen dafür geschaffen, CO2-Emissionen effektiv zu reduzieren und verantwortungsbewusster mit unseren natürlichen Ressourcen umzugehen. Im Sinne einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft, in der Ökonomie und Ökologie Hand in Hand zusammenwirken, fahndet er nach neuen Möglichkeiten, um aus organischen Abfällen und Industriegasen wiederverwertbare chemische Produkte zu gewinnen. So verdanken wir Lars Engenent beispielsweise hocheffiziente Verfahren, um Kohlendioxid wahlweise in Methan oder sogar in Proteine umzuwandeln. Aus einem klimaschädlichen Treibhausgas kann auf diese Weise ein leistungsstarker Energiespeicher werden, beziehungsweise eine umweltschonende Alternative, um die wachsende Weltbevölkerung zu ernähren. Lars Engenents Verdienste beschränken sich also keineswegs auf die Laborarbeit, denn seine herausragende Forschung stiftet sowohl Grundlagen des Wissens und der Erkenntnis als auch Grundlagen für erfolgreichen Transfer und industrielle Anwendung. Lieber Herr Engenent, Ihre Arbeit setzt Maßstäbe für die nachhaltige Biotechnologie. Und sie ist ein entscheidender Transformationstreiber hin zu einer nachhaltigen Nahrungs-, Chemie- und Energiewirtschaft. Sie stellen somit in doppeltem Sinn Weichen für eine bessere Zukunft. Ich freue mich daher sehr, dass wir dieses Engagement heute mit dem Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft würdigen können. Herzlichen Glückwunsch.
einfach nur mal hier bleiben. Würden Sie den Urkundentext noch einmal für alle, vielleicht dann ist es ganz offiziell. Genau. Ja? An dieser Stelle würde ich gerne stellvertretend für alle Preisträgerinnen und Preisträger einmal den Text der Urkunden vorlesen. Und bevor ich dies tue, möchte ich gerne darauf hinweisen, dass es sich, das ist ja eine besondere Farbe, die Sie da sehen an dieser Urkunden, also an der Hülle sozusagen. Es handelt sich hierbei, lieber Herr Engenent, um veganes Apfelleder. Eine nachhaltige Variante für Urkunden gibt es, glaube ich, auch noch in anderen Farben, aber wir fanden die ganz besonders schön. So, jetzt der Urkundentext. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft verleiht Herrn Lars Engenent in Würdigung seiner herausragenden wissenschaftlichen Leistungen und zur Förderung seiner zukünftigen Arbeiten den Förderpreis für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Deutschland im Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Programm der Deutschen Forschungsgemeinschaft Berlin, den 15. März 2023. Danke. Ja. Vielleicht noch einmal ganz kurz hier und hier hinstellen. Ja. Und dann nochmal davor. Das ist perfekt, ja. Und noch einmal aufklappen. Dann machen wir sie doch nochmal auf. Genau. Okay. Aber haben Sie das bemerkt? Das ist ein Wissenschaftler, ja? Während der Text vorgelesen wird, nochmal schnell kontrollieren, ob die Quellenangabe stimmt. Nicht schlecht. Okay. Herzlichen Glückwunsch. Wir sehen uns gleich nochmal. Gleich nochmal zu einer ersten Gesprächsrunde, vorher aber noch zwei weitere Preisträger und Preisträger. Und die nächste Preisträgerin ist Professor Dr. Sarah Ellen O'Connor. Film ab. As a chemist, I love seeing how nature carries out chemistry and seeing how nature has come up with completely different chemical solutions than I would have thought of in the laboratory. Our group studies natural product biosynthesis. We look at the genome of plants and we try to discover genes that encode enzymes that carry out complicated chemical reactions. We then try to understand the mechanism by which these enzymes actually carry out this chemistry, and we try to put these enzymes together in groups to synthesize a complicated molecule in a heterologous host system. We can find in nature an enormous array of biologically and medicinally active small molecules called natural products, and we can use these natural products in medicine, pharmacy, and other areas. Many natural products are difficult to synthesize chemically in the laboratory, so if we can understand the mechanisms by which nature makes these complex natural products using enzymes, we have a potential way to make these compounds at large scale in an environmentally friendly way. I love discovering new and unprecedented chemical reactions in nature. It's really amazing to be searching for the genes that encode the biosynthesis of a complicated molecule and to find an unexpected chemical transformation embedded within those genes. Ja, liebe Frau O'Connor, aller wissenschaftlichen Fortschritte zum Trotz ist die beste Chemikerin auf unserem Planeten nach wie vor die Natur. Pflanzen etwa entwickeln natürliche Substanzen von unglaublicher Komplexität und Vielfalt
und nicht selten mit pharmazeutischen, Insektiziden oder antibiotischen Wirkungen, um sich vor Fressfeinden, Parasiten oder Krankheitserregern zu schützen. Den Rezepten dieser Wirkstoffe auf die Spur zu kommen, sich die pflanzliche Chemie zunutze zu machen, ist ein altes wie sehr anspruchsvolles naturwissenschaftliches Unterfangen. Sarah Ellen O'Connor ist genau dies immer wieder in herausragender Manier geglückt. Ihre Forschung hat uns ebenso über neue Zwischenstufen der Biosynthese aufgeklärt, wie über Katalysemechanismen pflanzlicher Enzyme. Sie konnte zum Beispiel Elemente und Konstruktionsprinzipien krebshemmender und neuroaktiver Naturstoffe entschlüsseln und die Genomsequenzierung von Arzneipflanzen entscheiden, vorantreiben. Zu diesem Zweck hat sie innovative Methoden zur Genidentifizierung und zur Expression von Enzymproteinen entwickelt und auf diese Weise auch unverzichtbare Pionierarbeiten für das Metabolic Engineering geleistet. Die dabei gewonnenen Einsichten verbindet Sarah O'Connor auch jenseits der Grenzen organischer Pflanzenprodukte, so etwa um Alkaloide in Pflanzen zu produzieren, die so in der Natur nicht vorkommen. Damit eröffnet sie bahnbrechende Möglichkeiten zur optimierten Produktion von Naturstoffen sowie den synthetischen Zugang zu neuen Molekülklassen. Liebe Frau O'Connor, Ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse tragen entscheidend zum Verständnis der Bildung und Funktion natürlicher Stoffe bei. Und die von Ihnen bereitgestellten molekularen Werkzeuge helfen, diese Stoffe zu unser aller Wohl in Medizin, Landwirtschaft und Industrie zu nutzen. Es ist mir daher eine außerordentliche Freude, Ihnen heute den Leibniz-Preis zu überreichen. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Wir sehen uns gleich wieder in der Gesprächsrunde. Zuvor aber noch ein dritter Preisträger. Es ist Professor Dr. Stefan Pfister. Herzlichen Glückwunsch und Film ab. Wir beschäftigen uns mit Tumorkrankheiten bei Kindern. Vereinfacht gesagt versuchen wir, molekulare Fingerabdrücke der Tumoren zu erstellen, um damit auf der einen Seite die Tumoren richtig diagnostizieren zu können und daraus auch die richtigen Therapien abzuleiten, aber auf der anderen Seite auch noch tiefer in den Tumor einzudringen und zum Beispiel Resistenzmechanismen auf die Therapien schon von Anfang an vorherzusagen. Heutzutage können wir die Erbgutentschlüsselung in jeder Zelle einzeln machen und dadurch kommt man eben jetzt in den Bereich rein, wo man so eine Art mikroskopisches Bild des Tumors molekular ausdrücken kann. Im Vergleich zur Erwachsenenonkologie haben wir in der Kinderonkologie durch die Andersartigkeit der Tumoren im Moment noch viel weniger therapeutische Möglichkeiten, um ganz gezielt die Tumorbiologie der Tumoren bei Kindern zu adressieren. Meine Vision ist, dass sich auch in der Kinderonkologie und vielleicht gerade als Chance für solche relativ seltenen Erkrankungen immer mehr die Informationstechnologie und auch die Nutzung von künstlicher Intelligenz durchsetzen wird, in dem Sinne, eben aus den komplexen Datensätzen und den komplexen molekularen Zusammenhängen, die wir jetzt sehr gut beschreiben können, auch immer mehr direkte Handlungsanweisungen ableiten lassen für die richtige Therapie für den einzelnen Patienten. Lieber Herr Pfister, nur wenigen WissenschaftlerInnen ist es vergönnt,
nicht nur den Fortschritt im eigenen Forschungsfeld entscheidend voranzutreiben, sondern auch Einfluss zu nehmen auf die Standards und Definitionen, mit denen wir unsere Welt ordnen. Stefan Pfister ist einer von Ihnen. Dank seiner onkologischen Forschung verfügen wir mittlerweile über ein äußerst differenziertes molekularbiologisches Instrumentarium und Vokabular, um Hirntumore in einer bis dato ungekannten granularen Detailtreue zu beschreiben. Seine genomischen Kartierungen dienen der Weltgesundheitsorganisation WHO als Grundlage, um Hirntumore und ihre Ursachen zu klassifizieren und insbesondere Krebserkrankungen von Kindern und Heranwachsenden schneller und präziser diagnostizieren und therapieren zu können. Und die Zeit spielt hier oft eine sehr wichtige Rolle. Denn vor allem Stefan Pfisters Subklassifizierungen von Tumorarten, die häufig in jungen Jahren auftreten, haben deren erfolgreiche Behandlung erheblich verbessert. Während diese Tumore lange Zeit nur recht unpräzise anhand mikroskopischer Erscheinungsbilder unterteilt wurden, hat Stefan Pfister ihre bis dato unbekannten zellulären Ursprünge, treibenden Mutationen und molekularen Differenzen erkannt. Die Forschung von Stefan Pfister kommt somit einem Quantensprung in der pädiatrischen Onkologie gleich. Sie lindert zudem ganz unmittelbar auch das Leid von unzähligen Kindern sowie deren Familien. Diese Erfolge verdanken sich nicht zuletzt Stefan Pfisters interdisziplinärer Offenheit für genetische und epigenetische Erkenntnisse sowie seinem Engagement für einen schrankenlosen Datenaustausch innerhalb der internationalen wissenschaftlichen und medizinischen Gemeinschaften. Und auch wenn wir heute in erster Linie herausragende Forschungsleistungen würdigen, vergessen wir nicht, dass Stefan Pfister als praktizierender Klinikarzt auch Verantwortung für das Heidelberger Kindertumorzentrum KIDS und dessen junge PatientInnen übernimmt. In dieser Doppelrolle steht er Pate für eine Generation von klinischen Scientists, die Grundlagenforschung und klinische Forschung ganz selbstverständlich und zum wechselseitigen Wohle miteinander verbinden. Und eine persönliche Anmerkung: Hier haben wir in Deutschland unglaubliches Potenzial, das noch nicht genutzt ist. Lieber Herr Pfister, ich gratuliere Ihnen von Herzen zum Leibniz-Preis. Herr Pfister, gut, dass Sie da bleiben. Wir brauchen Sie und auch die bisherigen Preisträger auf der Bühne. Professor O'Connor, Professor Hedgenden, ist gut, wenn Sie zu uns kommen, vielleicht zwei Tische dazu. Und dann hören wir endlich Preisträger sprechen heute. Bisher durften Sie ja nur lächeln. Kommen Sie zu mir. Wir möchten sehr gerne Ihre klugen Köpfe heute zu drei ganz unterschiedlichen Themen hören. Und zwar möchten wir sprechen über Wissenschaft und Krise, Wissenschaft und Vielfalt, Wissenschaft und Freiheit. Sie haben die Krise abbekommen. Aber es treibt uns wirklich um, wenn man darüber nachdenkt, was in den letzten Jahren in unserer Gesellschaft an Krisen über uns hereingekommen ist, zumindest gefühlt für uns. Vielleicht würden andere aus anderen Zeitaltern sagen, was ist das schon? Ich denke an eine Uroma in unserer Familie, die gesagt hat, ach. Aber trotzdem gab es einen Syrienkrieg, Menschen, die geflüchtet sind nach Deutschland. Wir haben Terrorismus, wir hatten mit dem Krieg jetzt in der Ukraine, dazwischen eine Pandemie, die Euro-Krise, die mit der jetzigen Inflation vielleicht auch sich gleich wiederholt. Also doch eine Menge zu verdauen und. Auch eine Zunahme von Krebserkrankungen, vielleicht weil Vorsorgeuntersuchungen nicht gemacht wurden oder andere Dinge. Es ist eine multiple oder eine Polykrise. Und ich würde Sie gerne fragen, inwiefern beeinflussen diese Krisen Ihre Forschung? Vielleicht, Herr Pfister, fangen Sie an. Gibt es in Ihrer Arbeit... Oh, Entschuldigung.
Das müsste ich wissen, weil Heidelberg, ich wohne da. So, Herr Pfister, gibt es einen Effekt von Krisen auf Ihre Forschung? Also als praktizierender Kinderonkologe gibt es natürlich den Effekt, dass wir Patienten aus zum Beispiel Krisengebieten dann häufig bei uns sehen, die typischerweise mit sehr weit fortgeschrittenen Krebserkrankungen dann gerade zum Beispiel aus der Ukraine dann zu uns kommen, weil sie mitten in der Therapie waren und dann plötzlich sozusagen fliehen mussten und eine Therapiepause hatten und so weiter. Das ist ein ganz konkreter, fassbarer Effekt. Und was ein Stück weit ein indirekter Effekt ist, ist, dass immer, wenn es Krisen gibt und das Spendenaufkommen sich ändert, vergessen die Leute wieder, wie wichtig die Spenden auch in der Kinderonkologie immer noch sind. Und wir sehen zum Beispiel, also ganz viel von diesen Spendeneinnahmen wird durch Elternvereine zum Beispiel eingeworben. Und die sehen dann immer irgendwie, wenn sozusagen wieder, was ja auch völlig legitim ist, dass es auch andere Themen auf der Welt gibt, die wichtig sind, Spenden einzusammeln, aber dass dann eben die Spenden einbrechen. Und wir haben typischerweise halt das Phänomen, dass wir gerade in der Kinderonkologie auch die Krankenversorgung, wenn wir sie richtig gut machen wollen, eben auch quersubventionieren müssen, weil es nicht unmittelbar irgendwie in den Krankenkassenerlösen abgebildet ist, dass man zum Beispiel gute psychologische Versorgung, sehr gute pflegerische Versorgung auch hat, die eben über das Normalmaß sozusagen hinausgeht. Oder dass Angehörige vielleicht nah an der Klinik wohnen können, weil sie von weit her kommen. Professor Engenent, if we talk about your subject, I mean it's so clear. The climate crisis has such an influence to your work. Was it the key and maybe the source of your passion for your topic? The passion goes back many years, right? So maybe there wasn't a crisis that we could feel at the time, but I did go into the field of environmental science because I wanted to do something about the environment and to improve the environment. Climate wasn't so much on the agenda at that very moment. But of course, at this point, we are very much driven by the climate problems that we see. So later you recognized this was the right field. For me, it was, absolutely. Yeah. So, the crisis changes. We had the energy crisis, so I can convert CO2 into methane, which I can produce methane. We don't need it from Russia. I can make it myself or ourselves with microbes, right? Mm-hmm. But if there's a climate change, okay, now we have CO2 that we maybe capture, but we're making methane and we burn it immediately back to CO2. That's not really a good idea. So the climate then would force us to think about conversions where the carbon stays in our product. So we have to make things, plastics or other things, where the carbon is bound and doesn't immediately be released back into the atmosphere. So it changes dramatically on how we want to do things. Mm-hmm. Professor O'Connor, how is your work affected by crisis? Erster, danke. Dass Sie mich nicht zwingen, Deutsch zu sprechen. Aber das hört sich gut an. Danke. Sie haben sich geoutet, Sie können Deutsch. Wir werden jetzt Deutsch sprechen. Ja. I think the issue of climate change and the loss of biodiversity has a real impact on how we think about our research. So we have collaborators in Brazil who work in the Amazon rainforest, and so we can think about going in and, while not saving the rainforest, but at least taking a snapshot of the various plants there and trying to get at least a genetic record of some of that biodiversity. I mean, that's really a crisis I forgot to mention in the beginning. Ja, die Biodiversitätskrise, die wir so oft vergessen, die vielleicht genauso schlimm ist wie die Klimakrise und noch nicht stark genug auf der Agenda ist. Geh wieder Spendengelder in eine andere Richtung, ich weiß. Letzte Runde, last turn. How can science enable our society to overcome some challenges, some crises we have? What do you think? Was denken Sie, Herr Pfister, was kann die Wissenschaft dazu beitragen, dass wir Herausforderungen, die uns Krisen stellen, überwinden können? Also zumindest nach meiner Wahrnehmung hat jetzt gerade in der Pandemie diese wissenschaftliche Beratung der Politik und wirklich diese Wahrnehmung auch in der Gesellschaft, dass für was die Wissenschaft eigentlich auch gut sein kann, nicht irgendwelche Verrückten, die irgendwie nur im stillen Kämmerlein irgendwas vor sich hin forschen, sondern auch ganz konkrete Lösungsvorschläge anbieten kann, extrem gut gezeigt, dass wenn diese Schnittstelle in Richtung der Entscheidungsträger
gut funktioniert, dass dann eben auch Wissenschaft einen ganz wichtigen gesellschaftlichen Aspekt bedienen kann, der auch ganz konkret heute passiert und nicht irgendwie nur für die Zukunft sozusagen. Und vielleicht auch nochmal ein Plädoyer für die Freiheit, weil man nicht richtig verstanden habe, ist ja die mRNA-Technologie eigentlich für die Krebstherapie in Angriff genommen worden und nicht um einen Impfstoff schnell zu entwickeln. Und schwupps hat man eine Technik, die man für diesen Einsatz nicht so vorgesehen hatte. Es passt eigentlich zu Ihnen, because you decided at the point of time for a field which wasn't so on the agenda, and now you get all the earnings. So what do you think? What can science contribute to overcome challenges we have because of different crises? Of course, we come up with new ideas, we publish those, we inform, and we inform the people and other scientists. But also, I sometimes we forget that we also train people. So a big part of our work is training. So even if the project doesn't go anywhere and maybe there was no solution, but we have trained people. So one of my grad students here, Matt, is here, and he is now a professor. So now they're maybe smarter than I am. They can solve also problems and in the future. So I think never forget the aspect of the mentoring and also having the students coming out postdocs and then take over from us. And maybe they're hopefully smarter than us. So this is inside the university or institute, but you mean train people even if we scale up technology to have an impact on society? Yeah, so that's obviously very important. You mentioned before that what I was doing wasn't so popular early on. So when we had inventions, we had to transfer ourselves into startup companies and things. And we've done that. And we're still doing that. So that's another big aspect. But only if you're interested as a scientist in doing it. Not everybody has to do it. But there is something, there's a real possibility to translate that into the real world. And that's also really rewarding, I think. Thanks. Professor O'Connor, what can science contribute to overcome challenges we have because of different crises? I also agree the act of training and mentoring the next generation and teaching them how to think and to learn, that's a huge resource that we're, I think, all really proud to be contributing to. And then beyond that, in terms of the science subject, I think just looking to nature and seeing what solutions that nature has come up with for whether it's coming up with better energy sources or better anti-cancer drugs or chemical solutions. I think nature, if we have the freedom to study nature, maybe with no particular agenda in mind, will come up with all sorts of inspiring discoveries that we can then, once we know about those discoveries, we can think about how to apply them when the crisis comes. So the starting point is the freedom. We heard Freiheit, Freiheit, Freiheit. Freiheit. Danke. Und wir reden auch noch in der letzten Gesprächsrunde heute mit vier Preisträgern über das Thema Freiheit. Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie sich auf die Krise eingelassen haben. Nochmal herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Wir zeichnen drei weitere Preisträger, Preisträgerinnen aus und machen den Anfang nun mit, alles okay? Ja, okay. Es war so, es ist vorbei. Sie müssen das feiern heute, Frau O'Connor. It's a celebration, you earn it, right? Be proud, we are proud, ja? Yeah? Okay. Und wir machen nun für diesen zweiten Block den Anfang mit Frau Professor Claudia Höbartner, herzlichen Glückwunsch und Film ab. Wir beschäftigen uns mit der Chemie der Nukleinsäuren DNA und RNA. Das sind also die Biomoleküle, die für die Speicherung und Weitergabe der genetischen Information bekannt sind. Wir interessieren uns aber auch besonders für außergewöhnliche Funktionen von Nukleinsäuren. Zum Beispiel für die Fähigkeit, chemische Reaktionen zu katalysieren. Und in der Natur sind es vor allem die Enzyme aus den Proteinen, die diese Aufgabe übernehmen. Und es gibt nur ganz wenige Enzyme, die aus RNA bestehen. Und die heißen Ribozyme. Und wir suchen im Labor nach neuen Ribozymen, die es in der Natur so nicht gibt. Oder vielleicht nicht mehr gibt, weil sie im Lauf der Evolution schon verloren gegangen sein könnten. Und diese neuen Ribozyme
setzen wir dann als molekulare Werkzeuge ein. Zum Beispiel als eine Schere, die einen RNA-Strang an einer bestimmten Stelle durchschneiden kann. Oder als eine Art Pinsel, mit dem wir eine bestimmte RNA anfärben können, um diese sichtbar zu machen. Ich denke, in Zukunft wird es noch viele weitere Ribozyme zu entdecken geben. Vielleicht nicht nur im Labor, sondern eventuell auch in der Natur. Dazu müssen wir aber noch besser verstehen, wonach wir denn eigentlich suchen müssen. Das heißt, wir brauchen Informationen über die Strukturen und auch die katalytischen Mechanismen. Und ich denke auch, dass Ribozyme noch deutlich mehr in der medizinischen RNA-Forschung Einzug finden werden. Zum Beispiel für diagnostische Zwecke, aber auch therapeutische Anwendungen von RNA sind ein hochaktuelles Thema, auf dem ich noch große Fortschritte erwarte. Ja, liebe Frau Höbartner, spätestens die neuartigen mRNA-Impfverfahren haben uns allen eindrücklich vor Augen geführt, wie wichtig es ist, die genetischen und epigenetischen Codes unserer Körper noch besser zu verstehen. Genau diesem Verständnis unserer körpereigenen molekularen Prozesse und Programme hat sich Claudia Höbartner verschrieben. Und dies mit herausragendem Erfolg. Ihrer biologisch-chemischen Schnittstellenkompetenz, ihrer kreativen Kombinationsfreude sowie ihrer Hartnäckigkeit, auch dort nach Lösungen zu suchen, wo man sie eigentlich nicht erwartet hätte, verdanken wir richtungsweisende Einsichten in den Aufbau und die Funktionsweise von Nukleinsäuren. So ist es Claudia Höbartner unter anderem gelungen, die atomare Dreidimensionalität eines DNA-Enzyms im funktionellen Zustand darzustellen und einem bis dato verborgenen Geheimnis biochemischer Katalysen auf die Spur zu kommen. Einen nicht minder bedeutsamen Durchbruch und einen Meilenstein für das Emerging Research Field der RNA-Epigenetik stellt die Entwicklung des künstlichen RNA-Enzyms MTR1 dar, mit dem erstmalig Methylgruppen sowohl auf organische als auch auf synthetische Ziel-RNA übertragen werden können. Mit experimenteller Finesse hat sie überdies neuartige chemische Verfahren etabliert, um die biologischen Funktionen natürlicher wie künstlich erzeugter RNA-Modifikationen sichtbar zu machen. Ihre Beobachtungen schaffen nicht nur die Grundlage dafür, genetische Strukturen zu modulieren und Nukleinsäuren auf neue Art und Weise nutzbar zu machen. Sie weisen zugleich weit über die biologische Chemie hinaus und bahnen den Weg für bislang ungekannte diagnostische und therapeutische Anwendungen. So konnte auch dank ihrer Funktionsanalysen besser verstanden werden, wie antivirale Wirkstoffe die Replikation von SARS-CoV-2 effektiv hemmen. Liebe Frau Höbartner, Sie werden in Zukunft noch viele biochemische Rätsel lösen. Davon sind wir überzeugt. Schon heute ist es uns aber eine außerordentliche Ehre, Ihnen den Leibniz-Preis zu verleihen. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Der fünfte Preis, der heute verliehen wird, geht an Professor Achim Menges. Herzlichen Glückwunsch und Film ab. Unsere Forschung zielt darauf ab, digitale Technologien einzusetzen, um das Planen und Bauen neu und anders zu denken, und zwar auf eine wesentlich integrativere und interdisziplinäre Art und Weise, wo wir von Beginn an Planungs- und Entwurfsmethoden, Fabrikations- und Bauprozesse wie auch die daraus hervorgehenden
Material- und Bausysteme zusammendenken, um daraus auch eine neue Form der Architektur abzuleiten. Was uns natürlich auch besonders interessiert, ist, wie wir über den Kanon an industriell produzierten, zumeist mit hohem Energieeinsatz hergestellten typischen Bauwerkstoffen wie Beton, Stahl und Glas hinausgehen können und eine leistungsfähige Architektur aus natürlich nachwachsenden Rohstoffen herstellen. Dazu zählt natürlich zuallererst Holz, aber auch andere schneller nachwachsende natürliche Werkstoffe wie Hanf oder Flachsfasern. Die ganz wesentliche Herausforderung, die wir versuchen mit unserer Forschung zu adressieren, ist natürlich der erhebliche ökologische Fußabdruck, den das Bauschaffen hinterlässt. Hier müssen wir dringend andere Methoden des Bauens und des Planens finden, um auch nur annähernd die Klimaziele von Paris erreichen zu können. Lieber Herr Menges, entgegen landläufiger Mythen beschränkt sich die voranschreitende Digitalisierung keineswegs auf virtuelle Welten, sondern sie zeigt inzwischen handfeste, materielle Facetten. So haben digitale Dienste und Instrumente auch die architektonische Gestaltung unseres Lebensraums verändert. Dank Computational Design, dank innovativer robotischer Fertigungsverfahren können wir heute die Gebäude von und für morgen nicht nur entwerfen, sondern auch bauen. Mit Achim Menges prämieren wir heute einen Pionier des Integrative Computational Design, der konzeptionellen wie praktischen Einheit von architektonischem Modell und baulicher Realisierung. Seine Studien haben maßgeblich dazu beigetragen, dass Modell und Gebäude wie aus einem Guss aufeinander folgen, ohne vermeidbare analoge Schnittstellen, die sich häufig, das können wir ja hier und da beobachten, als Sollbruchstellen zwischen gestalterischer Planung, statischer Prüfung und handwerklicher Umsetzung entpuppen. In seiner Forschung lotet Achim Menges produktive Wechselwirkungen von Form und Material, von Struktur und Raum aus. Und er erneuert mithilfe innovativer Design-, Material- und Konstruktionstechniken Architektur und Bauwesen im besten, ressourcenschonenden und nachhaltigen Sinne. Er steht somit stilbildend für ein zukunftsweisendes architektonisches Selbstverständnis, das kulturelle, gestalterische und ökologische Verantwortung in sich vereint und sich an der morphologischen Best Practice organischer, biologischer Formen orientiert. Interdisziplinarität ist dabei ein elementares, verbindendes Moment seiner Arbeitsweise, die den Herausforderungen der Zukunft stets im Geist der Kollaboration begegnet. In diesem Sinne beweisen seine innovativen Konzepte und seine prominent ausgestellten experimentellen Bauwerke, wie sich exzellente, erkenntnisgeleitete Forschung und architektonische Umsetzung gegenseitig bedingen und befruchten. Zum Wohle der nachhaltigen Entwicklung unserer urbanen Lebenswelt. Lieber Herr Menges, ich freue mich außerordentlich, Ihnen heute den Leibniz-Preis verleihen zu dürfen. Herzlichen Glückwunsch.
Halbzeit. Preis Nummer 6 geht an Professor Hartmut Rosa. Film ab. Mein Forschungsgebiet ist die Soziologie. Das heißt, ich frage nach den Grundprinzipien und den Regeln des sozialen Zusammenlebens, aber auch nach den Entwicklungstendenzen der Gesellschaft und auch nach ihren Problemen und Fehlentwicklungen. Ich habe mich lange Zeit mit der Frage beschäftigt, warum wir so leben, wie wir leben, und bin dann zu der Einsicht gekommen, dass da Zeit eine wichtige Rolle spielt, dass Beschleunigungstendenzen die Art, wie wir unser Leben führen, ganz zentral dominieren oder jedenfalls beeinflussen. Und diese Einsicht, du musst auf die Zeitstrukturen schauen, um Gesellschaft zu verstehen, die habe ich wie einen Durchbruch erfahren. Und das hat sich dann später nochmal wiederholt mit dem Resonanzkonzept. Als ich auf diesen Begriff gekommen bin, dass unser Leben da gelingt, wo wir in Resonanz treten mit der Welt, das war eine Einsicht, die mich fasziniert und elektrisiert hat und die mir irgendwie sowas wie ein Durchbruch bedeutet. Auf dem Forschungsfeld der Soziologie und der Gesellschaftstheorie sind die großen Probleme, die großen Fragen sehr nahe an den großen Fragen, die die Gesellschaft selbst umtreibt. Ich glaube, wir haben es mit drei großen Krisen zu tun: der ökologischen Krise auf der Makroebene unseres Lebens, der sozialen Krise auf der Zwischenebene, auf der Mesoebene, die uns zum Beispiel jetzt den Krieg zurückgebracht hat, und mit so etwas wie einer Psychokrise auf der Mikroebene, die mit uns als Individuen zu tun haben. Lieber Herr Rosa, Hartmut Rosas kritische Gesellschaftsanalysen schaffen etwas ganz Besonderes. Sie schaffen etwas, das weder trivial noch selbstverständlich ist und uns WissenschaftlerInnen nicht immer gelingt. Hartmut Rosa erzeugt Resonanz. Seine Beiträge zu der Frage, welche sozialen Dynamiken Möglichkeiten des guten Lebens befördern oder behindern, werden international in Wissenschaft und Gesellschaft aufmerksam rezipiert und diskutiert. Und er gilt als einer der bedeutendsten Gesellschaftsdeuter unserer Zeit. Sowohl über die Grenzen Deutschlands als auch über die Grenzen der Soziologie hinaus. Denn Hartmut Rosa verfügt über die Gabe, theoretische Abstraktion, strukturelle Analyse und normative Kritik anschaulich und prägnant zu vermitteln. Und seine Argumente waren stets, den interessierten, dialogischen Bezug zur Lebenswelt ihres Gegenübers. Resonanz beschreibt aber nicht nur das Leitprinzip und die Wirkung von Hartmut Rosas Denken, sondern Resonanz bildet zugleich dessen analytisches wie normatives Fundament. In seiner gleichnamigen, viel zitierten und in zahlreiche Sprachen übersetzten Monographie entwickelt er mit dem Konzept der Resonanz eine umfassende sozialtheoretische Bestandsaufnahme unserer Weltbeziehungen im Kapitalismus der Gegenwart. Und er antwortet mit diesem Konzept zugleich auf seine international nicht minder einschlägige Analyse sozialer Beschleunigung sowie der mit ihr verbundenen Herausforderungen. Sowohl Beschleunigung, die Veränderungen der Zeitstrukturen in der Moderne, als auch Resonanz, eine Soziologie der Weltbeziehungen, haben in kürzester Zeit einen ebenso prominenten wie festen Platz im sozialwissenschaftlichen Kanon eingenommen. In ihrer Wechselwirkung zeigen diese beiden Monographien stellvertretend ein konstruktives Moment, das Rosas gesamtes Oeuvre prägt. Seine kritische Soziologie benennt dysfunktionale Dynamiken und Entfremdungsphänomene innerhalb moderner Gesellschaften. Sie begnügt sich aber nicht mit der abstrakten Analyse von Missständen, sondern sie strebt stets nach deren konkreten Überwindung.
Lieber Herr Rosa, es ist mir eine ausgesprochene Ehre, Sie heute als ebenso kritischen wie konstruktiven Kommentator und Beobachter unseres Zusammenlebens mit dem Leibniz-Preis zu ehren. Herzlichen Glückwunsch. Wir brauchen Sie und Ihre Resonanz hier und möchten Frau Hübartner und Herr Menges auch nach oben bitten für unsere zweite Gesprächsrunde. Sie kriegen von uns das Thema Vielfalt aufgedrückt. Danke für die Tische, das ist sehr nett. Entschuldigung, danke. Und Mikrofone kommen auch. Danke, Benedikt. Ich fange mit Ihnen an, Herr Rosa. Es ist an, es müsste an sein, ja. Denn Frau Becker sagte das gerade in der Laudatio, die Grenzen der Soziologie sprengen, wenn Sie über Vielfalt nachdenken. Mit welchen anderen Disziplinen arbeiten Sie zusammen oder sind wichtig für Ihre Arbeit? Ja, Interdisziplinarität ist tatsächlich ein Zentrum unseres Tuns, sowohl am Max-Weber-Kolleg an der Universität Erfurt. Das ist eine interdisziplinäre Einrichtung der Sozial- und Geisteswissenschaftler, sozialen Geisteswissenschaften, wo wir mit Philosophen und Philosophinnen und Wirtschaftswissenschaftlerinnen und Politikwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler natürlich und eigentlich alles und auch mit Juristen und so zusammenarbeiten. Und auch an der Universität Erfurt haben wir zum Beispiel einen Studiengang Gesellschaftstheorie, der mir sehr am Herzen liegt, der ganz dezidiert versucht, Fächer zusammenzuführen. Das ist zunächst mal Philosophie, Politikwissenschaft, Soziologie, aber eben auch Geschichtswissenschaften sind wichtig. Man kommt nicht ohne historische Tiefe aus. Und Psychologie zum Beispiel, die Schnittstellen zwischen Soziologie und Psychologie sind ohnehin ganz eng. Ich kooperiere auch mit Menschen, die in der Psychologie und in der psychoanalytischen Forschung tätig sind. Also wenn man enge disziplinäre Grenzen verfolgen will, kommt man, glaube ich, in den Sozial- und Geisteswissenschaften nicht sehr weit. Diesen Punkt haben wir, glaube ich, im Film auch ganz eindrücklich bei Ihnen wahrgenommen. Da geht es ja vielleicht nicht nur um unterschiedliche Disziplinen, sondern auch unterschiedliche Arbeitsweisen. Wie ist Ihr Blick auf Vielfalt in Ihrer Arbeit? Ja, auch bei uns spielt die Interdisziplinarität eine Schlüsselrolle. Also wir haben von Anfang an immer interdisziplinär gearbeitet, sowohl im Bereich der Ingenieurswissenschaften, was erstmal offensichtlich ist, aber auch weit darüber hinaus mit den Sozialwissenschaften zum Beispiel auch, aber auch mit den Naturwissenschaften, wo wir zum Beispiel untersucht haben, wie wir Konstruktionsprinzipien aus der Natur ableiten können und in das Bauwesen übertragen. Und dann hat man vielleicht einen anderen Blick auf andere Werkstoffe oder andere Professionen, Carbon, ich weiß es nicht, dass man dann näht, statt Bewehrungen aus Metall in den Beton zu bringen. Oder wie muss man sich das vorstellen, wenn Sie auch mit unterschiedlichen Arbeitsmodellen arbeiten? Klar, also das interdisziplinäre Zusammenarbeiten ist ein Vehikel, um anders Lösungsansätze erarbeiten zu können. Und das ist extrem befruchtend für unsere Arbeit, wenn man jenseits des eigenen disziplinären Horizonts nach Ansätzen suchen kann. Frau Hübartner, wie ist das bei Ihnen? Wie viel Austausch gibt es in Ihrem Feld? Oh ja, bei uns gibt es natürlich auch ganz viel Austausch und schon allein in meiner Arbeitsgruppe selbst vertreten wir unterschiedliche Disziplinen. Wir haben die organische Synthesechemie gemeinsam mit der Biochemie und der Molekularbiologie door an door sozusagen, Tür an Tür. Und darüber hinaus haben wir natürlich auch, weil wir DNA nicht nur als den Bauplan des Lebens erforschen, sondern ihn auch sozusagen auch als Konstruktionselement im Labor nutzen, mit dem wir andere Sachen, andere Moleküle anordnen können, haben wir natürlich auch Anknüpfungspunkte mehr in die physikalische Chemie und sogar in die Physik, um dann die physikalischen Eigenschaften zu analysieren. Und gibt es, wenn Sie am Bauplan des Lebens forschen, auch mal Kontakt mit Philosophen oder vielleicht sogar einem Theologen? Natürlich interessiert uns auch die Fragestellung, wie denn das Leben entstanden ist. Und in dem Zusammenhang haben wir natürlich auch in die Biologie, darüber hinaus große Anknüpfungspunkte. Jetzt kann man Vielfalt aus den Disziplinen heraus betrachten, aber wir können es auch menschlich sehen. Wie vielfältig ist Ihre Forschung, wenn wir über Menschen sprechen mit unterschiedlichen Hintergründen, vielleicht unterschiedlichen Persönlichkeitstypen? Wie ist das bei Ihnen?
Also ich glaube, man sollte immer von Menschen ausgehen oder auch von Problemen. Also meine Wahrnehmung ist, dass Interdisziplinarität ziemlich fruchtlos wird, wenn man nur methodisch oder theoretisch denkt. Aber sie wird spannend in dem Moment, wo ich ein Problem habe, an dem ich mich abarbeite. Und viele unserer Probleme sind natürlich heute globaler Natur. Das heißt, es liegt uns sehr viel daran, am internationalen Austausch mit Menschen aus, wir haben zum Beispiel intensive, wir haben auch einen Sonderforschungsbereich zwischen Jena und Erfurt, da geht es um Strukturwandel des Eigentums. Und es ist heute global ein großes Thema, eigentlich in jeder Hinsicht, nicht nur im Blick auf Verteilung von Reichtum, sondern auch, wem gehört Kunst zum Beispiel, wem gehört DNA und andere Stoffe, wie gehen wir mit Wasser um, und da kooperieren wir mit Menschen aus Indien, aus China, aus den USA natürlich sowieso, auch eigentlich aus allen Weltgegenden. Und wie sieht das bei Ihnen aus? Wie divers, wie unterschiedlich sind die Menschen, mit denen Sie arbeiten? Ja, wir haben eine international gut gemischte Arbeitsgruppe, und es ist immer spannend, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die einen neuen Blickwinkel reinbringen, auch eine eigene Sprache zu entwickeln, mit der wir uns unter den Disziplinen austauschen können. Manchmal ist ein und derselbe Begriff in zwei verschiedenen Feldern ganz andere Bedeutung. Und dann die zusammenzuführen und aus einem anderen Blickwinkel drauf zu schauen, bringt häufig ganz neue Ideen. Und wie ist das bei Ihnen? Ich kann mir vorstellen, dass gerade vielleicht unterschiedliche Kulturen, auch mit unterschiedlichen Werkstoffen, aufgewachsen sind. In Bayern durfte man schon immer höher mit Holz bauen als in anderen Landesbauordnungen, wenn ich das richtig weiß. Wie wichtig ist da der Austausch? Ja, also ich glaube, der Diversität in jeglicher Facette ist Schlüssel, um wirklich genuinen Erkenntnisgewinn zu haben in unserem Feld, weil wir ein sehr breit gefächertes und auch ein globales Thema versuchen zu bearbeiten. Insofern ist es bei uns in der Arbeitsgruppe auch so und auch in unserem Exzellenzcluster, dass wir die verschiedensten Kulturen vertreten sind, die verschiedensten Fachrichtungen, und gerade an diesen Schnittstellen entstehen eigentlich die spannenden Forschungen. Ich glaube auch gelesen zu haben, gerade gestern oder heute, dass die noch nie so viele Studierende angefangen haben zu studieren an deutschen Universitäten mit nicht-deutschen Wurzeln, was ich finde ein schönes Zeichen ist. Vielen, vielen Dank für den Einblick in Ihre Arbeit aus der Perspektive der Vielfalt. Dankeschön. Lieber Herr Professor Theiss, ich bin total beeindruckt, wie gut Ihre Kleine durchhält. Also das ist wirklich bemerkenswert. Liegt es an der Waffel, ja? Gut. Ja, Essen, okay. Aber vielleicht können wir auch Musik obendrauf packen. Das würden wir jetzt. Wir haben noch ein Musikstück, das wir sehr gerne einbringen würden, beziehungsweise unser Quartett Multiphonic mit Unterstützung von Madeus kommt hoch. Gerne. Wir machen also vor den letzten vier Preisträgern noch einen musikalischen Break. Diesmal ist es Filmmusik aus dem Film Inception, komponiert von Hans Zimmer, Time. Thank you.
Bevor wir auf die Zielgerade einbiegen und die letzten vier Preisträgerinnen und Preisträger ehren, möchte ich noch einen kleinen Werbeblock einlegen für das Multiphonic-Quartett und Madios. Ich glaube, es gab ein Konzert im Deutschlandfunk, das ihr gespielt habt. Müsste noch abrufbar sein über die Mediathek. Gerne auch die Deutschlandfunk-App runterladen. Ich finde sie großartig. Und es gibt einen eigenen YouTube-Channel, wo man euch auch Likes dalassen kann. Wer möchte, gäbe es vielleicht ein Wiedersehen. Und wir hören euch einmal auch noch zum Schluss mit einem längeren Stück. Jetzt aber zum nächsten Preisträger. Es ist der Preis Nummer 7. Und der geht an Professor Georg Schett. Film ab. Ja, ich forsche über das Immunsystem, insbesondere was passiert, wenn das Immunsystem nicht mehr richtig funktioniert. Ich würde den Leuten erklären, dass ich erforsche, warum bei manchen Menschen sich Entzündung nicht automatisch abstellt, was ja sein sollte, und warum die Entzündung weiter fortschreitet und damit eigentlich ein sinnvoller Prozess, der für die Verteidigung des Körpers wichtig ist, zu einer Erkrankung wird. Man kann Entzündungen sehr gut hemmen, auch mit sehr, sehr gezielten Therapien mittlerweile, die auch sehr gut sind. Aber was man nicht kann, ist, dass man nachhaltig die Erkrankung heilen kann. Dass man eine Methode findet, dass man kurzfristig eine Therapie einsetzt und danach überhaupt nichts mehr braucht, dass die Erkrankung an sich weg ist. Ja? Und das ist eine Herausforderung für die Zukunft. Na, ich denke, in 10 Jahren wird man sehr wahrscheinlich Therapien haben, die man kurzfristig anwendet und einen sogenannten Reset des Immunsystems erreicht, indem man praktisch dann keine weiteren Therapien mehr braucht. Das chronische Therapieren von einer chronischen Erkrankung wird sich ändern, weil man einfach genau die Schaltstellen weiß, die man drücken muss, um sozusagen dann die Erkrankung komplett abzustellen, ohne dass man weitere Therapien braucht. Ja, lieber Herr Schett, der Wolf gilt in der Kulturgeschichte seit Jahrhunderten als Inbegriff der Bedrohung, derer sich die Menschen erwehren müssen. Seit dem Mittelalter bezeichnet Lupus, das lateinische Wort für Wolf, was ich hier natürlich nicht sagen muss, zudem ein Krankheitsbild, das Hautschäden hervorruft, die den Narben von Wolfsbissen in der Tat ähnlich sein können. Systemischer Lupus erythematodes ist eine schwere Form dieser chronisch entzündlichen Autoimmunerkrankung, die neben der Haut auch Gelenke und innere Organe betreffen kann. Der Blick auf den ganzen Menschen, die klinische Beobachtung von Patientinnen und Patienten ist denn auch die Keimzelle für Georg Schetts bahnbrechendes Wirken in den Gebieten der Rheumatologie und Osteoimmunologie. In produktiver Verbindung von Klinik und Grundlagenforschung widmet er sich, vereinfacht ausgedrückt, der Frage, wie sich Autoimmunerkrankungen bilden und warum sie chronisch werden. Über die Grenzen einzelner Organe hinweg beschäftigt Herr Schett sich besonders mit molekularen und zellulären Mechanismen im Zusammenspiel von Entzündung und Autoimmunität. Die von Schett gewonnenen Erkenntnisse über die Pathogenese rheumatischer Erkrankungen haben herausragende Fortschritte beim Verständnis der zugrunde liegenden Mechanismen und bei der Therapie von Entzündungskrankheiten erbracht. Jüngst gelang Georg Schett so die weltweit erste Therapie des systemischen Lupus erythematodes mit körpereigenen genmodifizierten Immunzellen, den sogenannten CAR-T-Zellen. Deren Gabe führte zur praktisch vollständigen Auflösung der Autoimmunerkrankung und damit zur nachhaltigen Heilung der zuvor lebensbedrohlich erkrankten PatientInnen. Dieser therapeutische Durchbruch eröffnet für Klinik und Forschung einen neuen Weg, um auch weitere innovative Therapien zur nachhaltigen Heilung schwerer Formen von Autoimmunerkrankungen zu entwickeln. Lieber Herr Schett, mögen Sie auch weiterhin
die Wölfe fernhalten und für uns die Mechanismen von Entzündungs- und Autoimmunprozessen einhegen. Mir ist es eine ganz besondere Freude, Ihnen heute den Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft zu überreichen. Herzlichen Glückwunsch. Unsere nächste Preisträgerin ist Professor Katharina Stroppel. Film ab. Ich untersuche Symmetrien von Räumen, Symmetrien von algebraischen Objekten. Ich versuche sie dadurch zu klassifizieren und auch insbesondere in Bezug zueinander zu bringen. Ein Forschungsproblem, was ich im Moment sehr stark verfolge, ist die Frage, wenn wir jetzt Flächen und höherdimensionale Flächen haben im Raum, kann man die irgendwie beschreiben und klassifizieren und die Interaktion zwischen denen klar machen. Und ein großes Ziel ist sozusagen ein algebraisches Modell dafür zu konstruieren. Das ist so eine sogenannte topologische Quantenfeldtheorie, die eben genau diese Interaktion beschreibt. Sie kennen solche Wortdualitäten wie groß, klein, dick, dünn. Und das kann man sozusagen abstrakter machen in der Mathematik. Also man kann das Komplement nehmen und abstrakter sagen, zwei Paare gehören zusammen und haben bestimmte Eigenschaften. Es gibt da berühmte Dualitäten wie Poincaré-Dualität, Kozul-Dualität oder Langlands-Dualität, die sehr berühmt ist, die wir eben versuchen zu verstehen und zu konstruieren. Ich selber mache reine Mathematik. Das ist insbesondere wirklich Grundlagenforschungsmathematik. Wir sind weit weg von konkreten Anwendungen. Ich würde sagen, unsere Theorien, die jetzt entwickelt werden, haben irgendwann mal Anwendungen, aber wie lange das geht, ist nicht klar. Also die Resultate, die ich etwa vor 10 Jahren erreicht habe, in Varianten von Knoten zum Beispiel, kann man wirklich in der DNA-Analyse schon anwenden. Liebe Frau Stroppel, die Frage, ob sich Knoten denn mathematisch vollständig lösen ließen, ist in der Knotentheorie, einem Teilgebiet der Topologie, von zentraler Bedeutung. Hierzu werden Invarianten von Knoten definiert, die sich auch unter stetigen Deformationen nicht ändern und somit die Eigenschaften von Knoten messen können. Um feinere Unterscheidungen zwischen verschiedenen Knoten zu ermöglichen, ist es oft notwendig, kompliziertere algebraische Objekte als Invarianten zu verwenden. Die Auswahl geeigneter algebraischer Objekte ist eine darstellungstheoretische Frage der Mathematik. Katharina Stroppel erhält den Leibniz-Preis für ihre herausragenden Arbeiten zur Darstellungstheorie in ihren komplexen Verflechtungen mit der Knotentheorie und der niedrigdimensionalen Topologie. Sie hat zudem maßgebliche Beiträge zur Methodik der Kategorifizierungen geleistet und wegweisende Durchbrüche in der Kombinatorik, Kategorientheorie und algebraischen Geometrie erzielt. Das bekannte, allseits bekannte Jones-Polynom der Knotentheorie etwa wird durch die Kovanov-Homologie fassbar, die eine sehr kombinatorische Beschreibung hat, deren geometrische Bedeutung aber nicht klar ist. Katharina Stroppel löste diesen gordischen Knoten ihres Forschungsfeldes mit ihrem bahnbrechenden Beweis der tiefgründigen Vermutungen von Bernstein, Frenkel, Kovanov.
die sowohl eine darstellungstheoretische Beschreibung der Kovanov-Homologie beinhalten, als auch allgemeinere polynomiale Knotenvarianten kategorifizieren. Mit diesem Beweis begründete Stroppel nicht nur einen neuen Zugang zur Knotentheorie, sondern stellte zugleich auch eine tiefe Beziehung zwischen dieser und der Darstellungstheorie her. Herr Ziegler weiß, wovon ich spreche, denke ich, genau. Katharina Stroppel konnte zudem gemeinsam mit Brunden und anderen mithilfe rigider kategorifizierender Strukturen als erste die Darstellungstheorie der Lie-Superalgebra GLMN detailliert formulieren. Solche Lie-Superalgebren gehören zur großen Familie von mathematischen Objekten mit nicht-trivialen Graduierungen, die ganz aktuell beispielsweise in der theoretischen Physik Anwendung finden. In Zusammenarbeit mit Mimitz hat Stroppel darüber hinaus einen Paradigmenwechsel in der Darstellungstheorie von p-adischen Gruppen vorgeschlagen. Liebe Frau Stroppel, wir sind sehr gespannt auf die weiteren Erkenntnisse Ihrer Forschung. Bereits heute ist es mir eine außerordentliche Freude, Ihnen den Leibniz-Preis zu verleihen. Herzlichen Glückwunsch, Frau Stroppel. Ich habe den Reaktionen im Publikum entnommen, dass die ein oder andere Nachhilfestunde in Algebra noch notwendig wäre. Vielleicht können wir beim Buffet die anbieten. Der nächste Preisträger, den wir ehren, ist Fabian Theis. Lieber Professor Theis, wenn Sie möchten, können Sie auch zu zweit auf die Bühne kommen. Film ab. Papa. Ja. Ich benutze Künstliche Intelligenz in der biomedizinischen Forschung, insbesondere um zu verstehen, wie Zellen Entscheidungen treffen. Wenn man das versteht, dann weiß man, wie Entwicklung entsteht, aber eben auch, was in Krankheit schief geht und vielleicht auch, was man machen kann, um dann diese Krankheit auch zu behandeln. Wir Forscher möchten Modelle der Welt bauen. Ein Modell der wirklichen Welt ist zum Beispiel eine Karte oder ein Atlas. Genauso möchte ich ein Modell des menschlichen Organismus bauen, nämlich im Rahmen eines menschlichen Zellatlas. Wir Menschen bestehen aus Zellen, alle Organismen bestehen aus Zellen. Und mittlerweile kann man große Datenmengen benutzen, um diese Zellen zu beschreiben. Eine der grundlegenden Fragen, fast schon Holy Grail, ist zu verstehen, wie Zellen Entscheidungen treffen, was also in der Zelle an Genregulation passiert. Wie Sie wissen, ist im menschlichen Genomprojekt beschrieben, wie die DNA aussieht. Aber wir kennen damit nur die Buchstaben, vielleicht die Wörter. Aber die Sprache, die Grammatik, die ist nicht verstanden und die versuchen wir durch AI zu beschreiben. Die Zukunft der Medizin ist datenbasiert und wir tragen mit AI dazu bei, diese Daten zu managen und daraus Entscheidungen abzuleiten. Lieber Herr Theis, wie lernen wir aus den überbordenden Mengen an Gesundheitsdaten? Fabian Theis hat auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz und des maschinellen und tiefen Lernens in der Biomedizin bahnbrechende Pionierarbeit geleistet. Der Mathematiker, Physiker und Bioinformatiker
programmierte neuartige Software-Tools zur Analyse, Modellierung und Interpretation der stetig wachsenden Datenmengen im Bereich der Computational Health. Mit seiner interdisziplinären Arbeitsweise und seiner Fähigkeit, die jüngsten Fortschritte im Bereich des Machine Learning an die Bedürfnisse der biomedizinischen Forschung und Klinik anzupassen, erwarb Theis sich große internationale Anerkennung. Seine bahnbrechenden Arbeiten trugen maßgeblich dazu bei, relevante Muster der Einzelzellgenomik und des Pluripotenzerhalts von Stammzellen aus dem Grundrauschen der riesigen Datenmengen herauszufiltern. Mithilfe von Theis KI-gestützter Differenzierungstools lassen sich die Entwicklungspfade von Zellen sogar vorhersagen, also etwa wann eine sich entwickelnde Blutzelle entscheidet oder sich entscheidet, ein Erythrozyt oder ein Lymphozyt zu werden. Selbst wenn diese durch äußere Einflussfaktoren wie Medikamente getriggert werden. Dieses genaue Verständnis zellulärer Entscheidungen in Gesundheit und Krankheit ist essentiell für die Verbesserung medizinischer Diagnostik, die genbasierte Ermittlung individueller Krankheitsrisiken und die Entwicklung innovativer Therapien. Im Human Cell Atlas Project, einer weltweiten Initiative zur Erstellung einer Referenzkarte aller menschlichen Zelltypen, ko-koordiniert Theis das Human Lung Cell Atlas Project. Dieses zielt darauf ab, Zellen zu identifizieren, die für die Entstehung von Lungenkrankheiten relevant sind. In diesem Kontext untersucht Theis auch die zellulären Veränderungen nach einer Corona-Infektion und wie diese mit dem Alter, mit Geschlecht oder beispielsweise Raucherstatus zusammenhängen, um dadurch die molekulare Grundlage für ein erhöhtes Infektionsrisiko und auch den Schweregrad der Erkrankung ermitteln zu können. Lieber Herr Theis, Ihre Forschung ebnet den Weg zu hochwirksamen wissenschaftlichen Entdeckungen in der Medizin und den Biowissenschaften durch künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen. Mir ist es heute eine große Freude und Ehre, Ihnen den Leibniz-Preis zu verleihen. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Und Preisträgerin Nummer 10, Sie mussten so lange darauf warten, herzlichen Glückwunsch, Professor Anita Tranninger. Film ab. Ich bin Literaturwissenschaftlerin mit einem fachlichen Zuhause in der Romanistik und mit einem Forschungsfokus auf der frühen Neuzeit. Ich vertrete eine historische Literaturwissenschaft, die mit Wissensgeschichte, Mediengeschichte und Rhetorik im Verbund steht, die global vernetzt gedacht ist und die umgekehrt die Einschränkungen auf Nationen oder Sprachen als historisch geworden und damit als kontingent begreift. In der frühen Neuzeit bedeutet Literatur etwas anderes als in der Moderne. Sie betrifft ein weites Feld von gelehrten Verhandlungen über Gegenstände von der Mathematik bis zur Dichtung. Es ist ein weit gespanntes Netz von Texten, das sich der modernen Fächerlogik entzieht und das quer zu Sprachgrenzen verflochten ist. Serendipity ist hier ein wichtiger Begriff.
die aus heutiger Sicht oft unerwarteten Beziehungen zwischen Gegenständen, aus denen sich immer wieder neue Forschungsperspektiven ergeben. Die Leistung der historischen Geisteswissenschaften besteht darin, dass wir die Vergangenheit lebendig halten, indem wir sie durch jeweils neue Linsen betrachten, Texte ins Gedächtnis rufen, Objekte neu deuten, Beziehungen herstellen. Dass wir Generationen von MultiplikatorInnen erreichen, die dieses Wissen in die Schulen und weitere berufliche Kontexte tragen. Liebe Frau Traninger, die frühneuzeitliche Rhetorik verharrte nicht in der Enge antiker Regeln. Wesentlich produktiver lässt sie sich als historisch variables Ensemble mediengebundener Praktiken begreifen. Mit diesem Paradigmenwechsel revolutionierte Anita Traninger nicht nur ihr Fach, sondern etablierte sich auch international als herausragende Vertreterin interdisziplinärer Romanistik. Durch das Brennglas frühneuzeitlicher Praktiken der Literatur und Gelehrsamkeit eröffnet Anita Traninger innovative Einsichten in die übergreifenden Dynamiken des vormodernen Kultur- und Wissenstransfers. Indem sie Philologie und Mediengeschichte mit den kultur- und sozialgeschichtlichen Bedingungen der Vormoderne verschränkt, transzendiert und sie virtuos epochale und disziplinäre Grenzen. Auf beeindruckende Weise arbeitete sie so bereits in ihrer Dissertation heraus, wie Ramon Julis Ars Magna Combinatoria in der Gelehrtenkultur in Renaissance und Barock diskutiert, neu adaptiert und zu einer rhetorischen Findungskunst umgedeutet wurde. Ihr intermedialer Ansatz lässt Sprache als Aushandlungsmedium von Wissen hervortreten. Deutlich wird dies in ihrer vielbeachteten Habilitation, einer neuartigen Methodengeschichte schriftlicher und mündlicher Wissensverhandlungen zwischen scholastischer Dialektik und humanistischer Rhetorik. Die vielfältigen Interferenzen, Überlagerungen und Vernetzungen literarischer Praktiken und Texte lassen dabei Bezüge zu ethischen und politischen Fragen der Gegenwart erkennen. Ihre Studien zur Libertas Philosophandi etwa verorten nicht nur die historische Bedeutung geschützter Sprechakte, sondern schaffen auch ein unverzichtbares Fundament für die aktuelle Debatte um Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit. Charakteristisch für ihre Forschung ist ihr Verständnis von Literatur in globaler Perspektive als ein durch vielfältige Wechselbeziehungen geprägtes transkulturelles, über Räume und Zeiten hinweg wirkendes Phänomen. Anita Traningers interdisziplinärer und komparativer Ansatz zielt nicht zuletzt auf eine neuartige transnationale Literaturgeschichte rhetorischer Praktiken. Liebe Frau Traninger, Ihre Forschung hilft uns auch, die medialen transnationalen Verflechtungen unserer zunehmend digitalen Gegenwart in ihren vormodernen Bezügen besser zu verstehen. Heute ist es mir eine große Ehre, Sie mit dem Leibniz-Preis zu würdigen. Herzlichen Glückwunsch. Thank you.
Bleiben Sie bei uns. Bleiben Sie bei uns. Und auch alle anderen Preisträgerinnen und Preisträger der letzten Runde bitte zu uns. Und wir kriegen noch mal zwei Tische und Mikrofone, um jetzt über das Thema zu sprechen, was das Einfachste ist, hoffe ich, nämlich Wissenschaft und Freiheit. Bitte schön. Wir haben ja von der... Kriegen wir das hin mit dem Wechsel? Wir haben nur drei. Gut. Sonst Herr Theus, ja. Nee, gut. Nein! Wie wichtig ist Freiheit in Ihrer Forschung, Frau Schranninger? Also Freiheit ist auch ein Thema meiner Forschung, wie man gerade gehört hat. Die historische Redefreiheit, Denkfreiheit ist etwas, worüber ich forsche. Aber Freiheit ist natürlich die Essenz von dem, dass wir überhaupt tätig sein können an der Universität. Also in zwei Hinsichten möchte ich eigentlich hervorheben, und das schlägt vielleicht den Bogen zurück zu dem, was wir schon gehört haben. Wir haben bei der letzten Runde gesprochen über Diversität. Und wir dürfen, glaube ich, nicht vergessen, dass Diversität, Inklusivität, auch Einbeziehung von unterschiedlichsten Perspektiven ein Freiheitsthema ist in der Wissenschaft. Also eine diverse Wissenschaft ist eine freie Wissenschaft. Und das Zweite ist auch, das haben wir auch gesehen jetzt, die Vielfalt der Fächer, die in unseren Universitäten kultiviert werden. Dass wir historische Geisteswissenschaften haben, an der Seite der Grundlagenforschung in den Naturwissenschaften, ist ein Freiheitsthema. Und darum spielt es natürlich eine ganz große Rolle für mich. In meinem Freundeskreis gibt es ein paar, die so auch wissenschaftliche Karrieren erstreben. Da gab es bei manchen nicht so eine große Freiheit, weil der Doktorvater gesagt hat, oder die Doktormutter, hier, guck. Ist das jemandem von Ihnen so gegangen, dass Sie sich auf einmal mit Sachen beschäftigt haben, die Sie sich nicht so von vornherein selbst ausgesucht haben? Nein? Das war absolute Freiheit. Wie war das bei Ihnen? Also ich durfte mir aussuchen, was ich mache, und das war, glaube ich, auch sehr wichtig. Ich glaube, in der Mathematik ist es allgemein, also in der reinen Mathematik, besonders sehr wichtig, dass wir denken dürfen und machen dürfen, was uns fasziniert, und nicht unbedingt sofort anwendbar reproduzierbare Ergebnisse liefern. Und 95% unserer gehofften Beweise sind meistens für den Mülleimer. Sie fallen zusammen und man muss wieder von vorne anfangen. Also man braucht ein bisschen Geduld und man muss einfach den Weg geben können, den die Mathematik vorgibt, was einen fasziniert. Und war das nicht schwierig, die Freiheit zu nutzen, oder wussten Sie sofort, was Sie machen möchten? Ich wusste in etwa das Gebiet, was ich machen möchte. Also ich wollte immer Algebra machen, in Verbindung mit Geometrie. Aber dann, wie das im Konkreten weiterging, war nie so klar. Wie war das bei Ihnen? Freiheit? Also ich habe die Freiheit in der Forschung immer sehr geschätzt und das Umfeld der Freiheit in den Universitäten sehr geschätzt. Und ich denke, Forscher sind ja zu einem gewissen Teil auch Individualisten, die Ideen entwickeln und die dann verfolgen. Und das freie Umfeld an Universitäten ermöglicht es. Und vielleicht ein Punkt noch, was wichtig ist, dass Geld nicht die Ideen ersetzt. Ja. Die Ideen werden durch finanzielle Mittel unterstützt, sie zu realisieren. Aber das Geld ist nie sozusagen ein Ersatz für die Idee. Und ich glaube, die Idee steht immer am Anfang und am Ende steht dann die Realisierung. Und ich denke immer, wenn eine Idee gut ist und sie nachhaltig betrieben wird, dann setzt sie sich auch irgendwie immer durch in der Forschung. Und die Freiheit ist die Bedingung für die Idee? Die Freiheit ist natürlich die Bedingung für die Idee. Wenn Sie sozusagen eine Mainstream-Forschung übergestülpt bekommen, dann werden Ihre Ideen möglicherweise auf der Strecke bleiben oder Sie werden sich einen anderen Arbeitsplatz suchen. Herr Theis, wie sehen Sie das? Ich muss ein bisschen was dagegen sagen. Ich warte, ja, bitte. Freiheit und so ein bisschen aufmischen, weiß ich nicht genau. Ich glaube tatsächlich... Also ich wusste zum Beispiel noch gar nicht immer, was ich machen wollte. Ja. Ich wusste, ich kann ganz gut mit Computer, habe mit Mathe angefangen, ja, und habe dann gemerkt, dass es definitiv was ist, nicht ist, wo ich so tief einsteigen konnte. Es kann noch werden, wir kriegen das weiter hin. Also das Jones-Problem habe ich schon mal gehört, können wir ja mal drüber reden nachher. Aber was ich tatsächlich mir gedacht habe, ist, dass wir schon so ein bisschen von so ein bisschen zufälligen Entscheidungen auch getrieben werden. Also ich hatte da halt einen Doktorvater, der hatte diese eine oder andere Idee. Dann habe ich einen Kollegen getroffen auf einer Tagung oder vielleicht auch mal in der Akademie. Und dann macht man so ein bisschen so eine Art schon gesteuerten Random Walk, aber um dann vielleicht kommt dann irgendwann die Serendipity, ja, Anita, was du gesagt hast vorhin, wo man dann doch vielleicht sagt, okay, da kommt man hin. Das reden wir uns danach natürlich ein. Ich glaube schon definitiv, dass wenn wir nicht die Freiheit haben, uns unsere Gebiete sozusagen dann auch in diesen Schritt zu gehen, der zufällig ist, dann geht man da hin. Aber ich glaube ganz stark, dass das Umfeld, also das bei mir total essentiell war, um dann dieses eine oder andere Ergebnis auch finden zu können, weil halt einfach da die Ideen herkommen, also diese Kollaboration. Heute haben Sie ja selbst die Verantwortung, die Freiheit Ihrer Studierenden so zu lenken, dass Sie das Richtige machen. Ich möchte zum Abschluss Ihnen noch die Frage stellen, vielleicht möchten Sie es teilen, sehr persönlich. Jetzt gibt es gute Mittel,
für die nächsten Jahre und Sie dürfen sie frei verwenden. Haben Sie schon Ideen, was damit passieren wird? Ja? Das ist jetzt eine gewisse Ironie, weil ich werde mich natürlich der Rhetorik zuwenden und eine Forschungsgruppe zur Denk- und Redefreiheit in der frühen Neuzeit begründen. Oh. Also aufgelegt. Ja. Ja. Ja, schöner ist das ja. Nicht denkbar. Ja. Vielen Dank. Ja. Ja, was soll jetzt noch kommen? Herr Theis? Haben Sie schon mal von ChatGPT gehört? Ja, benutze ich ganz viel. Praktisch, für die Fragen auch? Ja. Ja. Ich weiß nicht, da simuliert doch eine künstliche Intelligenz, wie Menschen miteinander reden. Und was ich mir vorstelle und was ich so hoffe, ist so ein bisschen zu simulieren, wie Zellen miteinander reden und wie sie dann eben auch auf externe Einflüsse, zum Beispiel eben auf Medikamente reagieren. Und da möchte ich ein Forschungsprojekt in diese Richtung formulieren, wo man eben Parallelen aus diesen Large Language Models überträgt auf unsere Zellmodelle. Weil die Idee ist, da gibt es auch eine Grammatik. Genau, du willst die Sprache verstehen und du hast eben auch, und das ist wirklich ganz zentral, deswegen ist auch meine Freiheit vielleicht nicht ganz locker, wir brauchen große Datenmengen und in diesem Feld explodieren die gerade. Ja. Und genau wie die Sprachdaten eben auch, und dann können wir solche Modelle bauen. Das finde ich faszinierend. Ja, toll. Ja, Frau Stroppel, wie sieht es bei Ihnen aus? Also bei uns ist es sehr wichtig, dass wir international agieren. Also mein Gebiet ist hauptsächlich vertreten in den USA und in Australien. Und ein großer Punkt wird sein, die Leute einfach zusammenzubringen und insbesondere für längere Zeit zusammenzubringen an einen Ort, wo man nicht unterbrochen wird, wo man diskutieren kann und die Sachen austauschen kann. Und eine konkrete Sache, die ich selber in meinem Gebiet verfolgen möchte, die ganz brandaktuell ist, die schließt ein bisschen hier an, dass wir wirklich künstliche Intelligenz einbringen wollen in unser Gebiet. Etwas anders als vielleicht andere Leute, nämlich dass wir sozusagen sie verwenden, um Ideen zu kreieren, was zusammenpassen könnte, was sozusagen gleich aussieht. Und dann setzen wir uns hin und machen die Mathematik dahinter, die das eventuell erklären könnte. Das klingt so, als ob hier noch ein Gespräch notwendig ist heute Abend. Zusammen sind es 5 Millionen, ja? Also. Und Australien. Ja. Herr Schett, haben Sie schon Vorstellungen? Ja, mich interessiert, wie Heilung funktioniert, also wie eine, wenn man einmal jemanden behandelt, kurzfristig, und der dann längerfristig gesund ist, wie Heilung ausschaut und wie sich das System verändert. Ist das System im Ursprungszustand, bevor der Patient krank wurde, also gesund war, oder ist es irgendwie verändert? Und das herauszufinden, da wird der Leibniz-Preis mich sehr unterstützen. Also die Frage, ist es anders oder ist es ein Reset? Ja, ist es wirklich ein Reset oder ist es anders? Und da hilft natürlich auch Methoden der künstlichen Intelligenz und der Daten in zum Beispiel Geweben eine große Rolle. Wie sind diese Strukturen in Geweben, die Zellen vernetzt? Sind sie eben anders vernetzt, als sie früher waren? Ja, warum kommt die Erkrankung nicht zurück? Das ist etwas sehr Spannendes und das möchte ich eben ausrollen im Rahmen des Leibniz-Preises. Es sind jetzt schon 7,5 Millionen. Das passt so gut zur Zellgrammatik. Ganz toll. Vielen, vielen Dank für den Einblick in das, was Sie erwartet. Viel Erfolg dabei. Wir sind sehr stolz auf Sie alle. Halt. Wir nehmen Ihnen das ab. Brauchen alle Preisträgerinnen. Wir brauchen alle Preisträgerinnen und Preisträger. Herr Blume, kommen Sie bitte, Frau Becker, kommen Sie bitte für ein Foto, auf dem Sie sehr stolz gucken. Man muss da die Drittmittel in Ihren Gesichtern sehen. Ja. Sollen wir die Urkunden dazu nehmen? Ja. Frau Becker, wollen wir die Urkunden auf dem Bild oder nur die Bären? Oder? Bären auf Urkunden. Nehmen Sie die Urkunden dazu, damit das auch... Bitteschön, ja. Ja. Wir machen eine Fotografie. Komm, wir müssen uns verteilen. Also wenn wir jetzt die Urkunden dabei haben wollen, Frau Becker, dann müssen wir noch mal einmal erlauben, sie kurz zu holen. Oder, ja? Ja, gut. Dann, wir nutzen die Bühne von Box zu Box. Und jetzt brauche ich jemanden, der Urkunden anreicht. Geht das? Ah, vielen Dank. Nach vorne, zum Bühnenrand. Ja, wir ordnen die noch mal zu, die Urkunden. Thank you.
Helfen Sie unseren Preisträgerinnen und Preisträgern mit dem Applaus, dass sie glücklich gucken können. Herzlichen Glückwunsch zum Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis 2023. Frau Becker hat eben vorgeschlagen, wir könnten ein zweites Foto machen mit all den Kindern, die vielleicht auch hier vorne stehen sollten. Nein, ich sehe hier Kopf. Peinlich? Ja, wirklich? Ja, nein, nein. Macht das. Den Moment gibt es nicht so oft. Leibniz-Preise gewinnt man nicht jedes Jahr. Das ist wirklich ein Moment, das ist gut, dieses Foto zu haben. Stolze Kinder, gerne auf die Bühne. Ja. Das ist gut so. Glückwunsch. Und das ist der Moment, wo wir uns verabschieden müssen von all denen, die uns via Livestream verfolgt haben und begleitet haben. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir möchten Sie jetzt loswerden, weil wir zum Buffet gehen. Das nächste Mal vielleicht in Realität. Ansonsten sind wir sehr dankbar für Ihr Interesse von zu Hause aus. Gucken Sie im Kühlschrank, was da noch ist. Es wird nicht mithalten können. Guten Appetit, ein tolles Feiern zusammen. Herzlichen Glückwunsch. Das war die Preisverleihung vom Leibniz-Preis 2023.